Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ich stelle euch heute den Milchschäumer von Melitta vor. Interessiert euch das? Dann bleibt dran. So, jetzt teste ich das Gerät hier. Ich will ja Milchschaum machen für meinen Matcha. Matcha habe ich schon angerührt. Und ja, das Kabel ist ein bisschen kurz, ne? Moment, muss ich mal schauen. Ja, das war so eingewickelt. Ist ja auch eine gute Idee. So rundherum unter diesem Teil. Aber mit einer Hand kann man schlecht das auswickeln. So, jetzt nehme ich hier Hafermilch, glutenfreie. Und dann mache ich mal für eine Tasse das rein. Und mache das im Kaltmodus. Muss ja nicht erhitzt werden dafür. Hier sind die beiden Knöpfe und hier muss ich ein bisschen länger gedrückt halten. Länger als 2 Minuten. 2 Sekunden meine ich. Oh, schön leise. Mal sehen. Ich schalte mich wieder ein, wenn das Ergebnis fertig ist. Okay, also irgendwie war das jetzt nur so viel. Ist egal jetzt. Ich mache das einfach mal rein. So, schaue ich mal, wie das ausschaut. Ist nicht so jetzt viel Schaum, aber er hat auch nicht kalt das gemacht, sondern hat das warm gemacht, komischerweise. Egal, nächstes Mal probiere ich es einfach nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben, nein, einen Daumen nach unten über Kommentar. Wie immer würde ich mich freuen. Aber nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!